Es gibt Musik. Es gibt gute Musik. Und es gibt Musik, die verändert dich. Und welche Musik mich verändert hat, das werde ich euch heute zeigen. Meine lieben Freunde, wenn man jung ist, dann beeinflusst Musik einen wirklich ziemlich stark. Das war die Zeit, in der ich zu Metal gekommen bin, in der ich zum ersten Mal mich mit Musik auseinandergesetzt habe, erkannt habe, wie schön Musik sein kann, wie viel Emotion mit Musik transportiert wird. Das ist für mich immer noch das Allerwichtigste an Musik, nämlich die Emotion, die rüberkommt, dass ich mich so richtig reinfühlen kann. Ich weiß, jeder Mensch hört anders Musik. Das ist meine Art und Weise und dementsprechend wähle ich auch die Musik aus, die ich höre. Hier kommen jetzt mal 10 Alben, die mich wirklich so mitgenommen haben, dass sie mir entweder einen besonderen neuen Zweig im Metal oder in der Musik gezeigt haben oder mich irgendwie so emotional oder einstellungsmäßig verändert haben. Das sind jetzt nicht meine allerliebsten Alben unbedingt, aber es sind Alben, die haben es wirklich in sich und das sind auch alles Empfehlungen für euch dementsprechend. Vielleicht findet ihr ja sogar die ein oder andere Anregung, die ihr noch gar nicht kanntet. Natürlich muss ich dann mit A Twist in the Myth von Blind Guardian anfangen, denn das war das Album, mit dem ich so richtig in die Metal-Szene irgendwie reingestartet bin. Das war das erste Album, was ich mir von Blind Guardian geholt habe und das erste Album, was ich mir wirklich in dem Wissen gekauft habe, das ist Metal. Ist. Zugegebenerweise ist das eigentlich nicht das stärkste Blind Guardian Album, also eigentlich ist es das schwächste Blind Guardian Album, wenn ich jetzt mal überlege. Es ist zumindest das, was ich mittlerweile am seltensten höre. Schande über mich! Besonders gefesselt hat mich ja das Cover mit diesem grünen Hintergrund. Fantastisch, dann dieser Drache. Das hat mich in dem Alter wirklich stark beeinflusst, weil ich auch ziemlich Fantasy-affin war. Und damit habe ich mich überhaupt erstmal mit Blind Guardian auseinandergesetzt und bin im Endeffekt gleich mit einer Band eingestiegen, die es musikalisch einfach drauf hat. Das war mein Glück. Aber das allererste Album, das mich für Musik begeistern konnte, war Billy Talent 2 von Billy Talent. Das war ziemlich düster und eigentlich auch relativ rockig. Also ist ja Punkrock, aber es war irgendwie ziemlich tiefgründig. Ich habe natürlich die Texte damals noch nicht so richtig verstanden. Ich kam gerade erst aus der Grundschule, hatte noch kein Englisch. Dementsprechend wusste ich auch noch nicht so, worum es da geht. Texte unterstreichen natürlich auch teilweise, dass es sehr tiefgründig ist, wirklich. Es ist auch keine 0815 Punkrock-Band, die nichts drauf haben. Die sind musikalisch auch wirklich gut. Das Album habe ich mir damals gekauft, weil ich bei MTV das Video zu Devil in the Midnight Mass gesehen habe und das war ziemlich düster und horrormäßig und das fand ich cool und dachte mir, ey, das musst du haben. Dann habe ich mir das Album gekauft und habe das wirklich den ganzen Frühling, Sommer nonstop immer wieder durchgehört und bin seitdem einfach in der Richtung, dass ich mich gerne mit Musik auseinandersetze, die nicht so einfach ist, die Harmonien beherbergt, aber auch schnell und hart sein kann. Also ich brauche irgendwo so diesen musikalischen Anspruch und den liefert dieses Album. Apropos Anspruch, das nächste Album, was mich beeinflusst hat, ist The Glorious Burden von Iced Earth. Das ist meiner Meinung nach das beste Iced Earth Album. Das wird jetzt keiner mir bestätigen, aber diese Konzeptionierung auf historische Begebenheiten und vor allen Dingen die Gettysburg-Trilogie am Ende des Albums haben mich dermaßen gefesselt, dass es wirklich ein Meilenstein für mich war. Zum Beispiel dahingehend, dass ich konzeptionelle Arbeiten ziemlich gut finde und dass ich lange Tracks zu schätzen gelernt habe, dass ein Musikstück nicht von vorn bis hinten schnell durchgebracht werden muss, sondern dass es sich entwickeln und verändern kann und dass man damit eine Geschichte erzählen kann und das finde ich verdammt wichtig, dass man mit Musik Geschichten erzählen kann und dass es nicht einfach nur so ein, hey, ich hau jetzt mein Adrenalin rein und mein Testosteron pumpt jetzt durch meine Adern, ich renne im Kreis und dann ist alles wieder vergessen. Nein, die Kunst liegt daran, einen Track über 15 Minuten interessant zu halten. Und das haben die da einfach geschafft. Und ich kenne wenig Musikstücke, die an diese Gettysburg-Trilogie rankommen. Auch wenn auf dem Album Tim Owens singt und nicht Matt Barlow. Ich bin mit Tim Owens zu Iced Earth gekommen. Das war für mich so der grundsätzliche Iced Earth-Sänger dadurch. Sagt euch die Band Dead was? Oder ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Also D-A-A mit Kringel drüber, T-H. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Es ist so irgendwie so eine Art Black Metal. Nicht richtig Black Metal, aber so ein bisschen Black mäßig. Ich bin da durch Zufall damals auf das Album gestoßen, war immer noch relativ frisch in der Szene und kannte mich mit düsterer und böser Musik gar nicht so richtig aus. Und irgendwie hat mich dieses Album mitgenommen. Da ist auch so ein Song mit dem Namen Death on the Dance Floor drauf. Und der fängt halt an mit so einer typischen Dance-Elektro-Mucke und dann bricht der Song ein mit einem übelsten diabolischen Schrei und alles hämmert und prügelt und da habe ich dann doch gesehen, dass ich nicht nur Power Metal gut finden kann, sondern auch Düsteres und Aggressives und im Verlaufe meiner späteren Metal-Karriere habe ich dann rausgefunden, dass ich aggressive Musik sehr, sehr schätze. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass man sich als Metal-Fan in der Ausbildung irgendwie erstmal so richtig ranarbeitet an die härteren, düsteren und komplizierteren Sachen.
Das habe ich jedenfalls auch für mich festgestellt, beziehungsweise eine Band, an die ich mich wirklich sehr stark ranarbeiten musste, war Cradle of Filth. Wirklich, also ich meine, Danny mit seinem Gesang, das polarisiert ja wirklich. Aber musikalisch fand ich das von Anfang an irgendwie richtig Hammer. Ich fand auch Dimmu Borgir von Anfang an richtig geil. Hab nur halt Blind Guardian zuerst richtig wahrgenommen. Und da stand ich immer so, und ich kämpfte mit mir und dachte mir, verdammt, das muss dir doch jetzt gefallen. Nein, der Gesang gefällt dir immer noch nicht. Jedes Mal, wenn ich im CD-Regal war und eine CD von Cradle gesehen habe, bin ich zum CD-Player gelaufen, hab reingehört und gedacht, vielleicht gefällt es dir ja jetzt. Nein, tat es nicht. Und bei Godspeed on the Devil's Thunder hat es dann irgendwie gefunkt. Und seitdem ist Cradle einer meiner Lieblingsbands geworden. Und seitdem stehe ich auch auf so richtig abgefuckte Black-Metal-Schreie und so ein Zeug. Die meisten machen ja in ihrer Jugend auch Depri-Phasen durch. Wir haben ja irgendwie immer so in der Entwicklung so Phasen, wo wir nicht mit uns selber klarkommen und wo irgendwie alles nicht so richtig passen will. War bei mir auch so. Und in dieser Phase brauchte ich natürlich auch irgendeine Musik, die meine Emotionen trägt. Ich mag zum Beispiel Einsamkeit relativ gerne mal so als Gefühl zwischendurch genießen. Es ist wirklich so, ich genieße Einsamkeit manchmal ganz gern. Auch damals habe ich das wirklich so zelebriert. Also ich bin auch gerne mal so abends allein ins Kino gegangen, einfach weil ich eine Macke hatte oder so. Und da kam dann 4x Thoughts mit Vulcanus. Da waren halt so Titel wie Lost in Black und Wasteland und das klingt ja alles schon so verloren und verlassen. Und es war aber auch nicht so Melodeath, der so auf Gitarrengeschrammel zurückgeht, sondern eher so auf dieses düstere, depressive, melancholische. Ein hervorragendes Album, gehört wirklich zu einem meiner absoluten Favoriten. Nur leider gibt es die Band nicht mehr. Das war dann aber eher so eine Gefühlswandlung, in der ich das genossen habe. Es gab aber auch so Situationen, wo man einfach nicht mit sich klarkam. Also so richtig nicht klarkam. Nicht dieses, okay, ach, ich bin jetzt total alleine und, ne? Sondern dieses, ach, scheiße, ist ja gerade alles scheiße. Und da haben mir Risen Temptation sehr geholfen mit The Silent Force. Das Album hat mir auch über den Tod meines Großvaters, den ich wirklich sehr geliebt habe und mit dem ich wirklich eine sehr enge Bindung hatte, hinweggeholfen. Da gibt es Songs, da könnte ich halt immer noch sofort losflennen. Das ist so ein Album, das trifft mich richtig heftig. Was mir so richtig getroffen hat, war The Mountain von Haken. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich da eingelassen habe. Ich habe das einfach als Review-Exemplar da für mich genommen und dachte mir, okay, mal schauen, was es ist. Das war ein progressives Erlebnis, das ich noch nie so, also auch nicht mit Dream Theater oder so, das kann man einfach nicht vergleichen, das war Wahnsinn, das hat mich weggepustet und hat mir auch wieder Sphären der Musik eröffnet, die mir bis dahin noch gar nicht bewusst waren. Vor allen Dingen in dem progressiven Bereich und auch in den experimentellen Bereich, und das ist einfach ein Album, das ich jedem, der Musik mag, empfehlen kann, weil es einfach rund ein perfekter Guss ist. Ja, auch wenn der Gesang schwierig ist und das vielleicht nicht so hart ist, wie man sich das so als normaler Metal-Fan wünschen würde. Es ist einfach ein unglaublich gutes Stück Musik. Was dahingehend auch ein geniales Album war, war Ruins of Wirth von Ruins of Wirth. Die Band gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Das ist in die Stoner-Richtung gewesen. Lange tragende Themen, die ausgeführt werden und gehalten werden und die dich immer tiefer in so einen Tagtraum sinken lassen. Und kein Scheiß, ich habe mich mit dem Album in den Ohren am ersten sonnigen Tag von 2015 hingelegt und bin abgedriftet. Das ganze Album, ich war komplett weg, also wie auf so einem Rausch. Absoluter Wahnsinn und absolut traurig, dass es die Band nicht mehr gibt. Die beiden Alben zusammen haben mich auch ruhiger werden lassen in meinem Musikgeschmack. Also die haben mir gezeigt, dass ruhige Musik nicht schlecht sein muss. Ganz im Gegenteil, hat die ganz andere Möglichkeiten, Emotionen zu platzieren. Okay, um dem jetzt noch entgegenzuwirken, The Pitch Black Progress von Scar Symmetry. Ein mördermäßig hammerhartes, geiles Melodeath-Album mit Christian Elvestam, der für mich lange Zeit einfach einer der besten Death-Metal-Sänger überhaupt war oder beziehungsweise immer noch für mich immer noch ein ziemliches Idol ist. Leider nicht mehr dabei und seitdem geht es mit der Band auch sehr bergab, aber das ist ein perfektes Melodeath-Album. Was sind denn die 10 Alben, die euch verändert haben, die euch irgendwie beeinflusst haben in eurer Existenz? Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht entdecke ich da ja auch noch das ein oder andere, was mich in der Zukunft beeinflussen kann. So, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns am Montag wieder. Dann kommt ein Fuck with me, das heißt, ich beantworte mal wieder eure Fragen. Ich hoffe, ihr überlebt das Wochenende. Ihr wisst, das Leben ist hart. Ich brauche euch als Zuschauer. Seid härter!